sind ein Spezialist für den Prototypenbau. Wir machen alle Arten von Prototypen, ob das musikalisch ist, ob das Automobil ist, ob es Medizintechnik ist, wir sind überall tätig. Wir wollen in Gleuach bleiben und wir wollen auch hier leben und auch hier arbeiten. Die Firma Resch Prototypenfertigung in Gleuach in der Gemeinde St. Stephan im Rosental ist Teil der Erlebniswelt Wirtschaft. Das sind Betriebe, die Besuchern offenstehen. Zum offiziellen Start hat man zum Erlebnistag geladen. Gekommen sind tausende Besucher. In erster Linie wollen wir natürlich unser Erlebnishaus zeigen. Wir wollen die Möglichkeit zeigen, dass man bei uns Touren machen kann, von Montag bis Freitag, dass man sich vorher anmelden sollte. Das wäre natürlich von Vorteil. Und ja, wir sind überwältigt, dass so viele Leute heute gekommen sind und wir hoffen nur, dass wir das heute alles gut über die Bühne bringen. Und das hat bestens funktioniert. Der Startpunkt des Tages, die Kapelle in Gleuach, in der eine heilige Messe gefeiert wurde. Musikalisch umrahmt von der Familienmusik Resch. Wurde ein riesiges Festprogramm geboten mit Kulinarik aus der Region, vielen Attraktionen, Musik und Shows in zwei Festzelten. Resch Prototyping ist in vielen Bereichen Weltmarktführer, wie etwa beim Bau von Mundstücken für Instrumente und dennoch regional fest verwurzelt. Naja, ich bin als Bürgermeister bin ich natürlich heilfroh, nicht, dass wir so viele tolle Betriebe in der Gemeinde haben. Wir haben einen ständigen Zuwachs bei den Arbeitsplätzen und sowas wie die Firma Resch ist natürlich ein Highlight. Und man sieht, dass man eben auch im ländlichen Raum ganz, ganz tolle Firmen auf die Beine stellen kann. Und gerade die Firma Resch beweist es ja mit ihrer Entwicklungs- und Forschungsabteilung, macht sie Sachen, die auch in Zentren oft nicht zu finden sind. Begleitet von einer Abordnung aus Politik und Wirtschaft ging es dann in eines der Festzelte, in dem man erleben konnte, wie beliebt die sympathische Unternehmerfamilie aus Gleuach ist. In einem Rückblick ließ man die rasante Entwicklung des Unternehmens seit der Gründung Revue passieren. Ein Teil des Erfolgsgeheimnisses. Ja, nachdem man einen Mann hat, der eigentlich bekannt ist als Daniel Düsentrieb hat. Also, der ist ständig innovativ, er sucht sich immer wieder neue Möglichkeiten, wo er sie verwirklichen kann. Und wir schauen, dass wir ihn so gut wie möglich unterstützen können. Und anscheinend passt es bis jetzt. Über 50 Mitarbeiter sind bei der Technologieschmiede beschäftigt. Die Familie ist Dreh- und Angelpunkt. Andrea und Gerald Resch, die Söhne Lukas, Florian und Gabriel sowie Tochter Sophie arbeiten zum Teil bereits im Betrieb mit. Alle zusammen sind ein Team. Eigentlich nicht wir begeistern, sondern die Mitarbeiter und die Leute begeistern uns, weil die sind immer so freundlich zu uns und unterstützen uns und unsere Mitarbeiter, das sind nicht nur 100%, sondern 200% Resch. Und da sind wir echt stolz drauf.